Habt ihr Bock auf die beste Radioband der Welt? Ja! Yeah. Yeah. Also die erste Reihe schon, was ist mit dem Rest? Wollen wir sie mal auf die Bühne holen? Yeah. Freunde, sind extra angereist. Sie haben gesagt, sie sind vor Jahren nach Las Vegas gegangen und haben gesagt, Leute, wenn wir es da schaffen, dann seht ihr uns in Deutschland nie wieder. Und was soll ich euch sagen? Heute sind sie wieder da. Hier in Bocholt. 25 Jahre Radio WMW. Hier bei der Gewerbeshow. Ein wunderbarer Tag, den wollten Sie sich nicht entgehen lassen. Und ich freue mich hier auf der Bühne für euch mit einem Riesenapplaus. Jetzt alle. Hier ist Deluxe, die Radio Band. Haben Sie mich alleine vorgeschickt? Die essen hier. Wir werden hier ganz toll versorgt und wir saßen alle gerade bei Kaffee und Kuchen. Die brauchen noch eine Sekunde, aber jetzt. Die brauchen noch. Oh, guck mal, bringt den Kaffee und den Kuchen ruhig mit. Guck mal, wenn ihr noch ein bisschen klatscht, dann merkt es gar keiner. Dann merkt es überhaupt keiner. Das ist, aber ich dachte immer, Musiker ernähren sich nur flüssig. Was ist denn da los? Was ist denn mit euch passiert? Also wir haben ja eine fantastische Keyboarderin, die aus Russland kommt. Und die hat ein Stipendium an der Volkshochschule und ist just gestern zurückgekommen und hat Wodka mitgebracht. Und zwar richtig guten. Und den haben wir gestern sowie auch heute schon getrunken. Also du liegst vollkommen richtig mit der Theorie. Aber weil Sonntagnachmittag ist, müssen wir natürlich auch noch ein bisschen Kuchen mit dem Wodka kombinieren. Nein, aber ich bin froh, dass du das jetzt gesagt hast. Ich habe schon den Glauben an die Rockbands verloren, ne? Dass ihr Sonntagnachmittags Kaffee und Kuchen. Und übrigens, wie heißt deine Kollegin denn aus Russland? Dasha. Meine Damen und Herren, das ist die Dame hier oben an den Keyboards. Riesenapplaus für Dasha! Hast du noch was von dem Wodka übrig? Ich gehe mich da jetzt drum kümmern.